Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück beim Duell mit einer leider sehr, sehr tragischen Meldung, die ja die letzten Tage durchaus überschattet hat. Christian Pilnatschek ist tot. Der einst mächtigste Beamte, wie es immer so schön geheißen hat, in der Republik Österreich. Vor allem im Justizbereich war er viele, viele Jahrzehnte präsent an vorderster Front. Er hat zum Beispiel die Sektion Strafrecht geleitet und ja, dann kam ein gewisser Absturz und er hat sehr, sehr sensibel darauf reagiert. Letztlich hat Alma Sadic, die aktuelle Justizministerin, die Strafrechtssektion geteilt. Er war deswegen einen Teil seiner Hausmacht losgeworden. Ja, und jetzt ein sehr dramatisches Ende vor wenigen Tagen. Zuerst als Geisterfahrer, offenbar auch in einem ziemlich alkoholischen Zustand auf der S5 im Umfeld Niederösterreichs. Letztlich wurde er dann in der Nacht danach tot aufgefunden. Ja, und da stellen sich jetzt viele die Fragen, die auch Sebastian Kurz bei seiner Erstanhörung am Freitag dann im Gerichtssaal gesagt hat. Schuld sind wir alle, weil auf Beschuldigte so lange herumgetreten wird, bis sie quasi WO geben. Sind wir da unfair? Ich glaube, dass bei so einer höchstpersönlichen Entscheidung, was auch immer da jetzt passiert ist, dass es da keine einzige Ursache gibt und dass das auch ganz tief in der Psyche eines Menschen liegt, wenn er sich freiwillig vielleicht aus dem Leben verabschiedet. Also da jetzt irgendwelche Schuldigen zu benennen oder irgendwelche Umstände, das lehne ich ab. Mhm. Also ich halte das nicht für zielführend, da jetzt irgendwo in der Gesellschaft herumzudeuten und Schuld auszusprechen. Wir sind leider in Österreich ein Land, wo immer noch viel zu viele Menschen diesen Weg wählen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und ich halte es für sehr, sehr, sehr wichtig und notwendig, auch immer dazu zu sagen, es gibt Hilfe in solchen Situationen. Es ist nicht notwendig. Es hat ja auch die Staatsanwaltschaft Krems jetzt eine Obduktion der Todesursache angeordnet. Das ist nicht gleich von Beginn weg so klar gewesen, aber am Montag wurde das bekannt gegeben. Das heißt, man will schon ganz genau nachsehen, was hat er da getan, sich selbst an und was möglicherweise theoretisch ja denkbar auch ein Fremdeinfluss bis zu einem gewissen Grad. Also das ist jetzt alles Spekulation, wo man einfach nur darauf warten kann, dass unter Umständen das auch wirklich seriös dann einmal besprochen und veröffentlicht wird. Ich glaube, es gibt schon ein Interesse der Öffentlichkeit, auch das zu wissen, wiewohl man da auch immer sehr, sehr, sehr behutsam auch mit dem Schmerz der Familie, der Kinder, ja, der drei Kinder und der gesamten Familie auch sehr behutsam umgehen muss und auch wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl walten lassen muss. Der Schmerz in so einer Führungsfunktion, Sie waren ja auch immer wieder im Rampenlicht mit unterschiedlichen Partnern, Obmännern der FPÖ, aber alle Promis der FPÖ haben Sie quasi ja mitgemacht und mitbegleitet. Wenn man dann durch den Dreck oder Gaugau gezogen wird, wie es so schön heißt in Wien, wie sehr belastet das in der Wirklichkeit? Ich war immer schmerzbefreit, muss ich dazu sagen. Wirklich? Aber abgesehen davon, das ist ja kein Vergleich. Ne? Schauen Sie, Pilnatschek, und darum muss man, obwohl Sie recht haben, man muss das sensibel behandeln, aber man muss drüber reden, weil er war natürlich ein politischer Faktor. Ne? Der war einer der Strippenzieher in dieser Republik, als einer der höchsten Beamten im Justizbereich, hervorragender Jurist, wissen wir, ein Hardcore-ÖVP-Mann auch, wissen wir auch. Ne? Und Sie haben das in unserem Vorgespräch kurz angedeutet, die grüne Justizministerin musste sich irgendwie, das war für sie eine der zentralen Aufgaben, sich zuerst einmal durchzusetzen gegen diesen allmächtigen Justizbeamten. Ne? Und das hat sie getan und wir kennen ja die Geschichte mit Suspension und Anklagen und Freisprüchen letztlich und so weiter. Und jetzt, und da haben Sie ein Wort gesagt, das mir nicht gefällt, Entscheidung. Ich glaube nicht, dass der sich entschieden hat, mit 2 Promille oder wie was ein Befürchter gehabt hat, nach dem Stress der Führerscheinabnahme, nach der ganzen Mediengeschichte, die er in den letzten Monaten erlebt hat, sondern das ist eine Kurzschlussgeschichte, keine Entscheidung, die einer freiwillig trifft. Sie haben natürlich recht, muss psychologische Hintergründe geben, die wir ja gar nicht wissen. Aber ein so politischer Mensch und ein Ende eines so politischen Menschen, der so eine wichtige Funktion in der Republik hat, muss man natürlich bei Sensibilität hin, Sensibilität her, doch analysieren. Und da geht es nicht jetzt schuld zu sagen, die Ministerin ist schuld oder die bösen Medien sind schuld, das hat eh keinen Sinn. Ne? Aber der Mechanismus, und das glaube ich wurde von Kurz schon richtig aufgezeigt, der Mechanismus, dass wir in dieser Gesellschaft, dass es so Jagdgesellschaften gibt, ne, die medial und anders, wie auch immer, politische Gegner oder Mitbewerber, wie es so schön heißt, ne, die dann jemanden, der vielleicht sensibler ist, als man glaubt hat, weil der hat ja ein sehr erratisches und hartes und maskulines und so Alpha-Männchen-mäßiges Auftreten gehabt, ne, aber vielleicht doch sensibler, schwächer als, oder verwundbarer, als man geglaubt hat. Ne.
Und es ist nicht unrichtig, dass man sagt, durch diese Umstände ist er in den Tod getrieben worden. Das würde ich schon also so sagen. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit so einer Feststellung. Mhm. Also wenn wir uns erinnern an die Ärztin in Oberösterreich, die da über Monate hinweg angegriffen worden ist, weil sie sich positiv zu den Impfungen geäußert hat und die sich dann auch das Leben genommen hat. Also ich habe da jede Gelegenheit ausgelassen, da in irgendeiner Weise jemanden jetzt zu sagen, naja, also Schuld das, ich find, ist es ja nicht, aber nein, das, also, die Faktoren Schuld waren an ihrer Entscheidung. Entscheidung ist also bei Menschen hineinzuschauen, bei so einer Frage, also das kann man nicht auf so eine eindimensionale öffentliche oder sonst Komponente beschränken. Das hat Ursachen, das liegt in der Kindheit, im gesamten Leben. Also so sich wirklich aus dem Leben selbst zu verabschieden, ist so eine arge Entscheidung. Keine Entscheidung, das, Kurzschluss. Ich glaube, er hat sich nicht entschieden. Nein. Also ich habe mich mit diesen Fragen wirklich auch viel beschäftigt. Ja? Also ich glaube, dass es das ist ein Weg, den du gehst, wo du dann zum Schluss, wo es dir so schlecht geht, dass es muss fürchterlich sein, es muss dir so schlecht gehen, dass du das Leben nicht mehr aushältst. Und ich finde, diese Phase vorher muss furchtbar sein für einen Menschen. Ja, natürlich. Aber also, wenn du jetzt dann 2 Promille hast und dann Schock hast und aber das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass er 2 Promille gehabt hat. Ich meine, das ist uns allen schon mal. Das sagt man ja aus dem Umfeld. Auch das geht uns alles nichts an. Aber darüber zu diskutieren ist immer wieder auch Gerüchte. Aber wie ist das, Eva Klawischnik, wenn man merkt, dass Medien oder politische Gegner im Parlament permanent herumhacken? Und man kämpft ums Ansehen, auch um das Ansehen der Partei, aber es hört nicht auf. Es wird immer mehr, immer intensiver. Ja. Was richtet das wirklich in einem an? Natürlich ist das sehr schmerzhaft und auch sehr kränkend, vor allem wenn man glaubt, dass man nur positive Dinge eigentlich will. Ja. Wenn man was ausgefressen hat, dann muss man das schon auch aushalten, dass man kritisiert wird. Man weiß eh immer, wenn man was falsch gemacht hat. Ja. Aber ich wäre trotzdem da sehr vorsichtig. Also man kann auch wenn man angegriffen wird von Medien, man kann trotzdem ein glückliches, erfülltes Leben fühlen, wenn man das einfach abstrahiert. Weil jeder, der in der Öffentlichkeit steht, ist auch in dem Sinn eine Abstraktionsfläche für bestimmte Gefühle, also für du interpretierst du so wahnsinnig für eine, was interpretieren wir in Politiker hinein? Die sind teilweise Hassfiguren, obwohl sie eigentlich ganz anders ticken oder ganz andere Eigenschaften eigentlich haben, als man ihnen zuschreibt. Also du musst wirklich das abstrahieren von deiner eigenen Person, sonst bist du in dem Beruf sowieso falsch aufgehoben. Aber das Zurückziehen aus der Spitzenpolitik bei Ihnen damals, das war eine Entscheidung, die war doch eine große, aber dann, wie sie gekommen ist, dann doch wieder überraschend, weil es war halt jetzt von Ihnen ein Saga. Ich habe es auch nicht mehr ausgehalten. Eben. Ja. Aber deswegen habe ich dann auf die schönen Dinge im Leben konzentriert, auf meine Familie, auf Zeit mit meinen Kindern, auf meinen Garten. Auf Diskussionen mit mir. Auf Diskussionen mit Herrn Mölzer. Vergnüglich. Ja. Aber ich wäre in 100 Jahren nicht auf die Idee gekommen, man tut ja auch seiner Familie da unglaublich viel an. Was tut man seinen Kindern an? Alle haben Schuldgefühle. Also das ist eine schreckliche Sache. Ja. Das heißt, Sie hätten nie daran nur in die Nähe gedacht, sich in irgendeiner Art und Weise dramatisch aus dem Leben zu nehmen. Gut, also, das sind natürlich Entscheidungen, die kann man als Normaldenkender eh nicht nachvollziehen. Das kann man nicht nachvollziehen. Aber sonst sobald man Verantwortung für Kinder hat, ist das ein No-Go. Mhm. Also diese Option gibt es dann nicht mehr. Aber im Sinne so von Rache üben an jenen, die einem diese Verletzungen zufügen, zum Beispiel mit extremen Reden im Parlament, wo man selber desavouiert wird und klein gemacht wird, gibt es da Rachegefühle? Nein, also das muss man irgendwann einmal mit sich selber ausmachen. Und also ich habe auch sehr viel Versöhnung auch irgendwie gelernt. Also, und es geht einem selber einfach besser. Also wenn man immer in der Vergangenheit lebt, ja, von hoch zu rechnen, das richtet sich nur gegen einen selber. Ja? Und dann ist man vielleicht in so einer ausweglosen Situation, wo das alles so schmerzhaft ist, dass du es nicht mehr erträgst. Ja. Das ist schon richtig. Eine so Hassaversion an solche Gefühle ist destruktiv für einen selber. Obwohl ich gestehen muss, also mit einem gewissen Vergnügen sieht man dann schon oder die eine oder andere politische Leiche vorbeischwimmen von Leuten, die einen einmal irrsinnig attackiert haben. Aber das ist halt auch... Hatten Sie noch auf jemanden, der schwimmen müsste? Oh, was heißt Ahn? Ich wollte jetzt keine Namen. Aber Ihr Aussprache mit dem Parteichef Kickl steht noch aus. Na, das... Das steht im Moment nicht auf der Tagesordnung und den habe ich damit nicht gemeint. Haben Sie nicht gemeint? Nein, um Gottes Willen. Habe ich jetzt auch nicht unterstellen wollen. Um Gottes Willen. Aber das stimmt, so ehrlich muss man sein. Also so hier und da ein leichtes Schmunzeln, viel mehr soll es auch nicht sein. Sie meinen, wenn jemand vorbeischwimmt? Ja. Wie wäre das zum Beispiel, ich sage jetzt sehr frech, wenn Peter Pilz da schwimmen würde? Ich wünsche ihm nur das Beste.
Okay, sagt alles. Ich finde auch. Sie auch? Ich finde auch. Gut, damit hätten wir auch das geklärt. Das Allerbeste an Peter Pilz, der uns ja immer wieder auch zusieht beim Duell und es auch genießt, glaube ich, wenn wir ein bisschen über ihn sprechen. Ja, aber dass es natürlich ein extrem intensives Thema ist, dass man natürlich auch viel Kraft braucht, um dem zu entkommen, runtergezogen zu werden. Das ist in der Tat so und ohne dem geht's nicht, oder? Man muss ein Steher auf dem Mandel sein, sonst ist man umgeschmissen. Natürlich, aber es ist ja auch das andere, dass man auch unglaubliche Privilegien in dem Sinn genießt. Und auch Bilnacek war ja ein Lebemann, der in der Gesellschaft auch überall präsent war. Der hat ja auch ein sehr schönes, eine Sonnenseite auch gehabt von dieser sozusagen harten. Also ich glaube, kaum ein Lokal im ersten Bezirk in Wien, das ihn nicht kennt und als guten Gast gefeiert hat, auch die ganzen Promi-Lokale, er war viel unterwegs. Und natürlich, auch die Politik hat ihre schönen Seiten. Es ist unglaublich spannend, herausfordernd. Du kannst dich immer wieder mit neuen Dingen beschäftigen. Man soll es nicht nur irgendwie so als dicke Haut. Ich habe es auch nicht mehr ausgehalten, sagt Eva Klawischnik so in einem Nebensatz. Sehr interessant, was man da alles hört. Gut, ein großes Thema, der Metallerwarnstreik. Noch mit einem Fragezeichen, deswegen noch, weil man weiß nicht wirklich, kommt es dazu. Es gab viele, viele Betriebsversammlungen jetzt am Montag, nachdem die dritte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern am Freitag letzter Woche ja plötzlich abgebrochen worden ist. Zuerst nur unterbrochen, dann wirklich abgebrochen. Und die gegenseitigen Positionen sind wirklich extrem. Also die Dienstnehmer, die Gewerkschaft erwartet sich eine Erhöhung von 11,6% Lohn im nächsten Jahr. Ja, und die Arbeitgeber sagen 2,5% und eine Einmalzahlung von 1050 Euro steuerbegünstigt, muss man dazu sagen. Also 12% gegen 2,5. Wird sich das ausgehen? Also so weit auseinander lagen sie, glaube ich, meines Wissens in der Zweiten Republik noch nie, wenn ich mich nicht total täusche. Mhm. Aber es sind natürlich beide Seiten, kann man irgendwie gut nachvollziehen. Also mit der berühmten Benja-Formel, also das ist so ein Fortrechnungsmodell, hätte die Gewerkschaft an und für sich recht, also mit ihrem Standpunkt. Allerdings vor dem Hintergrund der jetzigen Wirtschaftslage, und das darf man nicht außer Acht lassen. Also Amerika zieht uns im Moment davon mit dem Low Inflation Act und so weiter. Die haben Ansiedelungen von Betrieben aus der gesamten Welt und Europa hat im Moment wirklich ein Thema mit Deindustrialisierung. Ich sage das wirklich ungern. Ja. Aber ich mache mir tatsächlich Sorgen. Eine also Grüne macht sich Sorgen über die Deindustrialisierung. Das absolut. Ist auch interessant, weil eigentlich ist ein bisschen ein Wunschszenario, zumindest was die CO2-Bilanz betrifft. Das ist ein bisschen ein altes Klischee. Aber warum soll man Photovoltaikmodule von China einkaufen? Ja. Also das sehe ich nicht ein. Warum haben wir diese Industrie oder Elektromobilität? Warum macht das nicht Europa selber? Also das tut schon weh. Es gibt Baustellen, wo wir gar nichts mehr machen. Wir haben ja nicht einmal FFP2-Masken am Anfang herstellen können. Das war wirklich arg, oder? Und ich will gar nicht nachdenken, was dann Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, was das dann auch noch bedeutet für Europa. Ja, natürlich. Ja, aber es geht ja, glaube ich, darum, dass man da eine Lohnpreisspirale einerseits verhindern soll, dass man also nicht weiter inflationsanheizend und die Situation Österreichs noch schlechter wird, als sie eh schon ist im Vergleichsbereich im Westeuropäischen. Ne? Und da ist natürlich von der Psychologie her, der Arbeitgeber versteht es nicht ganz. Ne? Wie man sagen kann, also eine derartige Kluft zwischen dem, was die fordern und dem, was angeboten wird, zu schaffen und mit diesen Einmalzahlungen, über die wir schon oft geredet haben, das verstehe ich nicht. Das ist wieder wirklich unklug. Die österreichische Sozialpartnerschaft, deren großer Fan ich auch nicht bin, aber die in dem Fall ja gefragt oder gefordert ist, ne, die muss natürlich solche Dinge letztlich ausgleichen, um ihm keine Arbeitskämpfe, keine Streikbewegung und zu ermöglichen, weil das wäre noch destruktiver oder noch schlechter für die Wirtschaftsentwicklung. Ne. Und das dann so zu machen, sage ich, da habt ihr 2% und heute hat es die Klappe. Also 2,5, ja, um es genau zu sagen. Die Äußerungen gehört heute von Gewerkschaften, die waren zum Teil recht deftig, was man da überall hat. Da war also sehr unflätig. Ne. Und ich verstehe es irgendwo. Ja, aber es ist auch ein Ritual, das darf man auch nicht übersehen. Naja, aber 2,5% ist schon sehr. Aber die fordern 11 und wenn ich sage, okay, 7 oder irgendwas oder 6, aber 2, das ist ja psychologisch, das ist ja wirklich wie ein Watschen. Ne? Das ist ein Viertel der Inflation, die ja in etwa auf Jahresschnitt bei 8,5 so liegen wird, also 2,5 ist ein Viertel von der Inflation. Ja, die Benja-Formel hat ja nicht nur die Inflation, sondern auch noch Wirtschaftswachstum. Also Produktivitätszuwachs. Ja. Also diese 11% wurden ja auch genauso argumentiert. Inflation plus 2% Produktivität. Ja, ja. Und dann sagen die, na nicht 11, 2,5. Es ist schon. Ja. Ich meine aber trotzdem, jetzt werden möglicherweise Streikbeschlüsse bei den Betriebsversammlungen noch eingeholt, sodass, wenn es noch einmal nicht klappen sollte,
Ja. Ist tatsächlich so schlimm. Es ist verständlich, aber dem Land wird es nicht gut tun, ne? wenn der soziale Friede auch gestört ist. Und wenn also die Sozialpartnerschaft ist ja dort, wo sie funktioniert, kann sie solche Situationen normalerweise ausgleichen oder abfedern. Ne? Ja. Und wenn das nicht mehr funktioniert, das ist fürs Land halt nicht gut. Ne? Also ja, bis jetzt haben sie es immer noch hingekriegt, ja, zu hoch. Aussagen, ja. Ja. Und die Sozialpartnerschaft hat auch ein Revival erlebt, auch in der Corona-Zeit, weil ja, viele Aktivitäten. Am Anfang auf jeden Fall, ja. Ja, und auch diese ganzen Maßnahmen, alles abgestimmt war, gemeinsame Vorgangsweise. Also da haben sie wirklich an Macht wieder gewonnen und werden auch, glaube ich, jetzt von dieser Regierung auch ernster genommen, als es vielleicht unter Schwarz-Blau war, muss man auch sagen. Also ich bin optimistisch, dass die zu einer Lösung kommen werden. Ich bin gespannt, ne? Wie man diese trotzdem, Extrempositionen, wie man da sich bewegt, ja, wie man rauskommt. Aber das ist dann oft total überraschend. Du denkst auf einmal wieder, ist wieder alles in Ordnung. Ja. Das ist ziemlich genau das Vierfache an Differenz. Wenn man die Einmalzahlung jetzt dazu zählt, das ist natürlich runtergerechnet aufs Monat auch ein bisschen ein kleiner Mini-Prozentanteil, aber etwa ist es der Faktor 4. Mhm. Also da fällt schon noch natürlich ziemliche Annäherung. Die Wirtschaft argumentiert halt mit den vielen Zahlungen, die erfolgt worden sind, also mit den vielen auch sozusagen Angleichungen, also Valorisierungen und so weiter. Ist auch ein Argument, muss man auch sehen. Aber natürlich, also die Kluft ist heftig. Ja. Ja. Kommt es zu Streiksituationen möglicherweise und sind die Metaller vielleicht nur der Beginn einer dramatischen Entwicklung? Das ist ja jetzt nur ein Kollektivvertrag, der da verhandelt wird. Es gibt ja auch dramatische Entwicklungen in der Medienbranche, Sie haben vielleicht gehört, da hat man sich ja teilweise vom Kollektivvertrag auch verabschiedet. Es ist auch in dieser Form selten bis noch nie vorgekommen. Es gibt viele Branchen, Baubranche, brauchen wir jetzt gar nicht sprechen, Handel, es gibt viele Problemfelder und jetzt reden wir von einem KV. Was ist mit den anderen eigentlich? Ja, die werden mit Sicherheit folgen. Also das ist die Metaller sind ja immer so ein Vorreiter. Die Vorreiter, die Opener. Ja, so aber wir haben jetzt immerhin schon Ende Oktober, also bald fängt das Jahr an und wir sind nicht einmal beim ersten noch durch. Ja, schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus, gell? Ja, viele Themen, viele Probleme leider bei den Gehaltsverhandlungen. Erwarten Sie sich nicht zu viel im nächsten Jahr? Die Pensionen allerdings, muss man jetzt noch nachträglich sagen, werden ordentlich erhöht. Das wurde ja schon vor längerer Zeit so beschlossen. Da liegen wir, glaube ich, bei 9,5% oder sowas ist das. Das ist nicht nichts. Das kostet im Jahr, glaube ich, über 5 Milliarden. Kostet sehr viel Geld. Ja. Pensionen werden also erhöht, aber das ist natürlich jetzt kein Arbeitseinkommen, das ist das Pensionseinkommen. Da haben Sie ja vorher genügend einzahlen müssen, damit Sie jetzt auch was rauskommen. Ja. Und wie viel wird erhöht werden? Wir werden natürlich intensiv darüber berichten in den nächsten Tagen, ob es zu Streiks kommen wird oder nicht. Man darf gespannt sein. Die Voraussetzungen sind wohl leider gegeben, wie es ausgeht. Wir berichten darüber. Ja, ich darf Sie jetzt einladen, gleich im Anschluss nach einer kurzen Pause zu unserem dritten und letzten Teil im Duell. Sie wissen, unsere immer etwas, jetzt schaut er schon wieder mit Zähl da, ich zeige nichts her, meine etwas skurrilen Rubriken, die noch kommen, immer wenn ich denke, das ist wieder was. Und Sie werden sehen, Sie sehen ein Video, das Sie in dieser Form auch noch nicht gesehen haben, gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.